Die Bellmansgatan in Stockholm. Eine Straße, die den Fans der Bestseller-Trilogie Millennium nur allzu bekannt ist. Hier in der Nummer 1 wohnt der Held der Geschichte, Mikael Blomqvist. Tatsächlich wohnt hier ein Herr Blomqvist. Ob sein Name den Verfasser Stieg Larsson schon inspiriert hat, weiß er nicht. Die Krimis hat er nie gelesen. Seine Frau dagegen hat alle drei verschlungen. Es ist wie Eintauchen in eine andere Welt, aber natürlich ist es unsere Welt. Es ist unglaublich. Es war auch die Welt des Autors. Wie seine Romanfiguren ging Larsson schon gern in dieses Café nahe der Bellmansgattern. Hier war Stieg Larssons Lieblingsplatz. Er kam fast täglich und trank seinen Kaffee. Den Welterfolg seiner Trilogie hat Larsson nicht mehr miterlebt. Er starb 2004 mit 50 Jahren, kurz nach der Fertigstellung seiner Manuskripte. In Schweden war er auch als Journalist bekannt, der Rechtsextremismus und Rassismus bekämpfte. In seinem Stockholmer Verlag stießen Larssons Manuskripte sofort auf Begeisterung. Wir waren uns alle einig, dass das etwas wirklich Gutes ist. Eine fesselnde Geschichte. Man konnte es einfach nicht aus der Hand legen. Wir hätten uns nie träumen lassen, dass es so ein Erfolg werden könnte. Ein Grund für diesen Erfolg? Die Geschichte ist in der Realität der schwedischen Hauptstadt verankert. Nahe des Verlags liegt der Laden, in dem sich die Romanheldin Lisbeth Salander mit ungesundem Essen versorgt, ohne je einen Gramm zuzunehmen. Und auch wenn Lisbeth nicht existiert, hier hat jeder das Gefühl, sie zu kennen. Pizza, das ist alles, was sie gegessen hat. Und Kekse. Und Cookies. Larssons Bücher wurden weltweit rund 10 Millionen Mal verkauft und sind in 37 Ländern erschienen. Seine Helden und ihre Stadt inspirieren noch heute viele Leser und mit dem Start eines ersten Filmes jetzt auch die Kinozuschauer.